Pater Hau, was beeindruckt Sie bei Pater Henkes am meisten? Sein Mut, sein Leben zu geben, zu opfern, seine Nächstenliebe oder seine Glaubensfestigkeit, Glaubensstandhaftigkeit oder alles zusammen? Alles zusammen und vielleicht nochmal was ganz anderes. Also als erstes begeistert mich an ihm, dass er ein lebendiger Mensch ist. Was macht denn aus? Viele Freundschaften ein Leben lang. Da, wo er war, ne? Zu seiner Familie, zu Mitbrüdern, als Schüler schon direkt einen Freundeskreis um sich herum aufzubauen, dann später als Erzieher und Lehrer, immer intensiv im Briefkontakt, ein lebensfreudiger Mensch. Und dann eben auch noch als Pfarrer, seiner letzten Stelle in Branitz, wo er so mit Tschechen, mit Deutschen intensive Beziehungen aufgebaut hat, dass die das ihr Leben lang nicht vergessen haben. Ne? Also ehe man direkt so anfängt, so mit diesen heldenhaften Dingen, finde ich ganz schön, mal ein Mensch, der gern gelebt hat, der sich nach denen gesehnt hat, auch als er im KZ war, der mit denen ein Leben nach dem Krieg aufbauen wollte. Das liebe ich, ne? Eine Liebe zu Gott und zu den Menschen zu haben. Und vielleicht erwächst daraus ja erst alles andere. Ne? Aber mir ist immer wichtig, kein Heldentum, ne? Nicht mein Leben wegwerfen, sondern den Raum öffnen für Gott, dass er wirken kann und dass dann was geschieht. Und das ist eigentlich das Wunder, ne? Dass Gott wirkt. Und das muss auch bei dem geschehen sein, ne? Als er sich entschieden hat, freiwillig die Typhuskranken zu pflegen. Dieses Mehr an Liebe und wohl eine Kraft, die man dann vielleicht vom Herrn bekommt. Ne? Wie wichtig sind denn für uns so Vorbilder im Glauben heute noch? Ganz wichtig. Ich finde es einfach schön, das habe ich ja eben betont, ne? Dieses Lebensbejahende, ein Freund zu sein. Ne? Ich liebe immer sehr, wenn wir sagen oft im Evangelium gerne Brüder und Schwestern oder ihr seid Kinder Gottes, aber nicht vergessen, Jesus nennt uns, ihr seid meine Freunde. Ne? Meine Freunde. Und das Erste, was ich an ihm schön finde und als Einladung an uns, Freundschaften aufbauen. Ne? Wirklich in der Familie, da wo ich bin, ein Freundesnetz. Das hat was mit Christentum zu tun. Da möchte ich ihm gerne nachfolgen, ich persönlich. Und dann finde ich natürlich einfach spannend, er hat ja gepredigt gegen den Nationalsozialismus schon früh, wäre schon 38 inhaftiert worden, bekommt da durch Zufall, durch die Amnestie, durch den Anschluss Österreichs, den sogenannten, wird er damals vorm Gefängnis bewahrt, von den Oberen dann da abgeschoben in diese Ecke, ins Sudetenland, damit er nicht so auffällt und predigt da aber so, dass die Leute sagten, man musste in seine Predigten gehen. Man musste in seine Predigten gehen, weil da einfach man merkte, der sagt was. Seine Schwester, die versucht ihn noch zu warnen in dem Brief. Die sagt, pass auf, wenn du da immer so offen redest, das ist gefährlich. Und dann sagt er den einfachen Satz, einer muss ja die Wahrheit sagen. Und das finde ich einen tollen Satz für uns heute, war ja Ihre Frage, was ist heute der Punkt? Heute, wo wir diesen Wahrheitsbegriff über einen Präsident Trump, über ganz viele populistische Bewegungen. Ich bin ja der Missionssekretär, ich erlebe das in Indien, ich erlebe das in Afrika und man erlebt es aber auch bei uns in Deutschland, dass Wahrheit plötzlich verrutscht, ne? Dass plötzlich so etwas wie Fake News reinkommen, Lügen kann man auch dazu sagen, und dass die unhinterfragt da stehen dürfen. Und dann bekommt dieser ja so hingeschriebene Satz vom Richard Henkes, einer muss aber doch die Wahrheit sagen. Da plötzlich hat das was mit uns zu tun, mit unserer Zeit. Ne? Wir als Christen, unser Zeugnis. Was ist denn Wahrheit und was muss gesagt sein, damit die Lügen nicht abgedruckt in die Welt kommen und da plötzlich politische Mehrheiten bilden? Also was ganz Aktuelles, ne? Wo dieser Richard Henkes uns rüberkommt in unsere Zeit. Einer muss doch die Wahrheit sagen. Was bedeutet es für Sie, dass jetzt ein Palutinerpater selig gesprochen wird? Ist Ihnen das egal, Hauptsache Seligsprechung, oder ist es was Besonderes, weil Sie auch eben vom gleichen Orden sind? Da würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, das spielt keine Rolle. Nee, das sind wir schon stolz. Da sind wir stolz, weil das einfach ein Mitbruder war. Und das natürlich immer, ne, wenn es ja aus dem eigenen Kreis kommt, beschäftigt man sich plötzlich mehr damit. Ich lese jetzt nicht nur, da ist einer neu selig gesprochen, sondern das ist einer, der ist in Fallen, da wo ich selber studiert habe, hat er seinen Weg begonnen. Und das hat sich mit dem Vinzenz Palotti genauso auseinandergesetzt, wie ich das versuche. War Palottina sein Leben lang. Und das ist natürlich was gleichzeitig so was ist, wo man sagt, da bin ich jetzt auch stolz drauf. Und gleichzeitig aber natürlich nochmal die Herausforderung. Ne? Wie lebe ich heute dieses Palottina sein? Und ich mag so dieses Bild, einen Spiegel vorgehalten zu bekommen. Ein Spiegel, ne? Nicht die Kopie, aber was sehe ich in seinem Leben, was ich
begeisternd, anspornend finde, was mich selber in Frage stellt. Das ist ja immer, ne? Ich vielleicht ganz gemütlich eingerichtet in unserer Zeit, ne? Was stellt mich da in Frage und was finde ich spannend daran? Das ist ja immer jeder Heilige, jeder Selige, diese Einladung. Was kann ich von dem in mein Leben als Frage, als Herausforderung, als Bekräftigung, als Ermutigung nehmen? Ne? Das kann ganz Verschiedenes sein. Und das ist dieser Richard Henkes für mich.